Ja, die Alanus-Hochschule hat ihren Namen ja von Alanus ab Insulis, einem mittelalterlichen Universalgelehrten, der ein sehr ganzheitliches Bildungsverständnis vertreten hat. Und dieses ganzheitliche Bildungsverständnis, das findet sich auch bei uns im Studiengang Kindheitspädagogik oder in den beiden Studiengängen Organisationsformen der Kindheitspädagogik. Wir bieten zusätzlich zu der fachwissenschaftlichen Qualifizierung, die natürlich zu einem BA-Studium, Bachelorstudium dazugehört, das Studium Generale an, also ein Begleitstudium, wo philosophische und gesellschaftswissenschaftliche Seminare belegt werden und darüber hinaus eigene kunstpraktische Erfahrungen gesammelt werden, zum Beispiel im Bereich der Malerei oder der Bildhauerei. Wir gehen davon aus, und das wollen uns auch gerade in einem umfangreichen Forschungsprojekt durch die Studierenden und Absolventen bestätigt, dass diese Auseinandersetzung, also mit eigener künstlerischer Betätigung, aber auch mit philosophischen und gesellschaftswissenschaftlichen Fragen, sehr zur persönlichen Entwicklung, zur Persönlichkeitsbildung, die schlussendlich ja auch zur Ausbildung einer professionellen pädagogischen Fachkraft dazugehört, beiträgt. Musik.